Hey Freunde, herzlich willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. Oh. Na komm. Und noch einmal. Dann, was fehlt uns denn jetzt eigentlich noch? Schwarzbärenfell, warte mal, was? Schwarzbärenfell fehlt uns noch. Mann, really? Na, wenn das so ist, also markieren sollten wir es auch noch. So, wissen, wo wir hin müssen. Oh Gott, müssen wir da ganz darüber. This way. Gut, da gehen wir aber jetzt schnell reise. Warte mal, was hat man da gehört? Ja, erstmal reiten wir noch in den Norden. Ja, vielleicht haben wir Glück und treffen mal wieder auf einen Hirsch. Ah, auf einen Hirsch, sorry, auf einen Elch. Ja. 63,7% haben wir schon. Ganz richtig, aber gut. Mal schauen. Können wir da runter eigentlich? Ah ja. Upp. Na komm, beweg dich. Mann, man hört das immer, aber man sieht sie nicht. Ich glaube, da müssen wir ja runter. Was ist eigentlich da unten? Nein! Nein! Wow. Meine Fresse. Wasser. Hier ist Wasser, okay. Ach, wir sind hier. Das ist ja ganz woanders. Wir sind ja ganz woanders, als was ich dachte. Entschuldigung. Was ist denn hier gelandet? Oh no. Ich die Penner schon wieder. Hurry up! You search that, I'll toss this. Oh, look here. Von wo kommen die Penner? Ah, hier von dort. Immer dasselbe mit diesen Idioten. Ja.
Schön hier. Oh, das ist ein ganz anderer Wasserfall, den wir vorher gesehen haben. Wie es aussieht. Wir reiten noch in die falsche Richtung. Wir wollen in den Norden. Komm, hopp. Naja, hier sind wir richtig auf jeden Fall. Kommt auch wieder ein Zug. Das ist ein Vapiti. Na gut, wenn der Zug da durchfährt, wird wahrscheinlich kein Elch mehr da sein. Nee, aber Vapitis sind da. Die schauen doch genauso aus wie Elche, bitte. Hey Bro, halt den Rand, steck dein blödes Gewehr weg. Komm. Ekliger. Immer dasselbe hier. Sie ist eh noch nicht da. Gut. Machen wir ein Lager. Und schauen, dass wir woanders hinkommen. Keine Penner hier, das ist auch gut. So. Wir wollen... Ah, Strawberry ist eh ganz gut, das passt schon. Das ging ja schnell. Was haben wir da noch für Fälle aufgeladen überhaupt? Oh, falsche Richtung. So. Für den Fall, dass wir einen einen Schwarzbären irgendwo sehen oder einen Elch. Wölfe brauchen wir jetzt, glaube ich, gar nicht mehr. Oh, was ist denn hier? Ja. Was? Ja. Jo. Dumm gelaufen. Tschu. Ja, da sieht man ja auch die Spuren. Da sind wohl die Pferde ein bisschen durchgegangen. Autsch. Was denn? Schon wieder eine Schlange oder was? Okay, jetzt krieg dich wieder ein erst.
Ups, der falsche Knopf. Schöne Ebene. Oh, Petey. Das bringt uns gar nichts. Ah. Nein, das ist kein Elch. Gabelbock brauchen wir doch eh auch, oder nicht? Ich hoffe, das war jetzt nicht zu stark, das Gewehr. Was könnte sein? Oh, ne, hat gepasst. Na, warte mal, brauchen wir da nicht den ganzen? Ne, wir brauchen... Oh, außerdem brauchen wir dann wieder ganz und nicht einen Gabelbock. Gabelbock haben wir schon. Fuck. Außerdem ist ein Hirschbock. Ja, okay. Soll so sein, soll so sein. Why not? Müssen wir nicht eher da nach hin? Warum schickt uns der so? Achso, ja, okay, verstehe schon. Egal, wir müssen in diese Richtung, also. Wir werden auch gleich in diese Richtung marschieren. Aber wir brauchen einen ganzen wieder. Das ist natürlich äußerst ungut, weil wir können nicht ihn und einen Bären transportieren. Stimmt, klar, dass es kein Gabelbock war. Hat man gesehen, dass es ein Hirsch ist. Also die Penner, die lassen wir hier mal. Dass die immer wieder hier auftauchen. So. Das hier, für den Fall, dass Wölfe da sind. Pferd, halt die Augen offen, ob du irgendwo einen Bären siehst, ja? Einmal abputzen. Ah, er war wirklich schon etwas dreckig. Keine Wölfe zu sehen. Und auch kein Bär. Fuck. Oh, jetzt sind es Bären. Ah, Wölfe. Locker, Pferd, locker. Wir haben gewonnen. Beruhig dich. Beruhig dich. Ah, das zahlt sich geil aus. Na bitte, perfekt. Nochmal zwei Sterne. Okay, das ist noch gut.
Just hold on there, boy. Und noch einmal perfekt. Könnte man beim Trapper abgeben. Für den Fall, dass wir es nochmal brauchen. Gut. Als nächstes ein Bär. Warte mal, da oben werden wir keiner finden. Ne, da oben geht's ins Schneegebiet. Da haben wir dann eh schon Pech. Bär. Bär. Ich höre einen Bären. Scheiße, 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 scheiße. Das wird jetzt da. Du dummes Tier. Was ist das denn? Ist das ein Schwarzbär? Nee, es ist ein Grizzly. Junge, Junge. Na schön, so viel dazu. Also noch dazu perfekt, also müssen wir den natürlich mitnehmen. Von so einem sind wir auch noch nicht überfallen worden. Und du wirfst uns ab, weißt du, wenn du mit uns weggaloppieren würdest, würdest du uns auch retten. Aber nein, du lässt uns zurück, du Penner. Und wir müssen dir dann den Arsch retten. So. Der nächste Trapper ist ja gar nicht so weit weg, Gott sei Dank. Ist das der nächste? Ja, würde ich schon sagen. Natürlich, jetzt kommt hier ein Schwarzbär, ne? Das ist sicher einer. Natürlich. Natürlich, hättest du nicht vorher kommen können. Schauen wir mal, ob wir mit dem Glück haben oder nicht. Und wir haben hier Pech, gut. Falls wer will, bedient euch. Die Chance auf einen Puma. Das ist kein Puma. Was sagt eigentlich die Zeit? Der Part ist gleich zu Ende. Alles klar. Puma-Gebiet. So, du kannst uns nicht abwerfen, wenn wir schon unten sind. Wildtruthahn.
Wildschweine. Waschbär. Ah, verdammt. Hey, sind das hier neue Pilze? Kommen mir jetzt gerade nicht bekannt vor. Okay, scheinbar haben wir die doch schon. So, schauen wir mal wegen einem Puma. Waschbär. Oh nee. Ah, verdammt. Das falsche Gewehr für den und der läuft auch noch weg von uns, also. Hallo, bist du da drüber? Danke. Leider ist unser Dead Eye auch fast leer, also das. Falls ein Puma kommt, muss der Schuss auf jeden Fall sitzen. Wildschweine kreuz und quer. Oh, da ist ein Grizzlybär. Wieder. Und wieder. 3 Sterne. Junge. So, jetzt ist unser Dead Eye halt wirklich leer. Kein fucking Puma in der Gegend. Hoffe ich mal. Gegenstände fürs Pferd. Nein, was machst du? Alter. Gut, Freunde, der Part ist aber zu Ende. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao!